Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Nachdem in der letzten Folge der letzte Kampf gegen den Schatten selber anstand und Jagold jetzt gerettet ist und wenn hier irgendwo ein Computer stehen würde, könnte ich ihn ins Team nehmen, kann ich aber nicht, weil hier kein Computer steht. Oh. Ja, jetzt steht das Finale an. Drachengötter, hallo Ibims, Go-Getters, es ist Zeit für euch zurückzukehren, aber davor müssen wir euch testen. Bald euch beendet den Chat, das langweilt mich. Scheitert nicht, wenn ihr zurückkehren wollt, müssen wir echt, okay, nope, gegen alle. Gegen alle! Und ich konnte nicht mal meine Aufstellung ändern. Ich sag ja, Level 50, das ist der Kampf, von dem ich wusste. Ich hab halt keine Ahnung von ihren genauen Typen. Rayquaza ist Flug, das weiß ich. Brafana Psycho vielleicht? Devihal Feuer und Angelalen Eis. Das hört sich relativ realistisch an. Warum habe ich... Was? Das ist immer noch wegen Drache und Psycho habe ich ja auch nichts. Sache ist halt die, dass Dragoran... Ich bin sowas von im Arsch. Ich bin so im Arsch. Ach so, wenn es mal nicht tötet. Digga, leck mich doch mit deinem Song of Life. Was ist dein Problem? Und Rayquaza bumst gerade auch nur sein Leben in die Hölle. Ich muss Rayquaza wegbekommen. Alter, was ist denn auch mit Brafana falsch? Du Mann, warum gibt's nichts, das besser heilt als eine freaking Sinelbeere. Sache ist die, ich kann jetzt hier nochmal eine reindrücken. Es wird vermutlich trotzdem nicht reichen. Fucking Brafana! Willst du mich verarschen? Ich werd hier wieder auseinandergenommen! Ich hasse mich selber! Ich mache immer diesen Fehler! Ich hab nicht mal einen Save von heute! Ich hab nicht mal einen anderen Save von heute! Das heißt, ich hab verloren! Ich kann diesen Kampf nie im Leben gewinnen. Ja, muss ich ja, auch wenn ich's nicht will. Ja, ich kann nichts machen. Die töten meine ganzen Viecher in einer Runde. Und dass ich diesen Save jetzt nicht mehr hab. Es ist lächerlich. Ja, Death End. Oder? War das schon beim ersten Mal, Devihal? Thank you.
Hä? Warum rennen hier jetzt ein... Was? Das ist ein Gag! Willst du mich verarschen? Leck mich! Das ist mein bester Slot! Das ist mein bester Safe Point! So, bin wieder da, hab jetzt auf 3 oder 4 Slots diese Stelle gesaved. Bin auch nicht mehr auf Level 50, sondern 64 mit allen. Einziger Nachteil, ich habe bei Flamly verpennt, dass das Moveset durch den Reset wieder anders ist. Und hab die TMs auch nicht mitgenommen. Auf Deutsch, Flamly hat Blut. Dann, los geht's. Und ich glaube, die Startaufstellung, ja, nicht perfekt. Hier habe ich noch einen anderen guten Outrage drin. Einfach, ist nun mal besser. Oh mein Gott, Rayquaza ist ein One-Hit. Ja, du wirst eh nicht viel ausrichten. Nein. Okay, Dragoran ist hier gleich tot. Das ist eindeutig. Genau. Jetzt kommt mal der da. Du machst Psst. Oh Gott, das ist schon mächtig. Pikachu, ich denke nicht, dass du noch angreifen kannst. Wenn doch, paralysier mal. Ah, kann er. Okay, Pikachu ist raus. Ich warte mit Dragoran noch mal einen Moment. Okay, jetzt nicht mehr. Brafferna ist weg. Die Hälfte habe ich geschafft. Oh, sie haben sich für das falsche Mon entschieden. Komm. Nur noch ein Gegner. Ah, warum verfehlst du denn? Komm. Jetzt hier. Ich mach's ganz, ganz schlau. Weil das ungefähr die Hälfte abzieht, wird Dragoran jetzt nicht getötet. Und ich habe gewonnen. Ja. Übrigens, sorry, falls man gerade was gehört hat. Ich bin, wie gesagt, im Wohnzimmer. Da ist es klar, dass mal wer kommt. Bravo, das war genial. Was auch immer. Ja, sie können zurückkehren. Und was bringen mir jetzt 20.000 Poké-Dollar nochmal? Ihr habt euch bewiesen. Es ist Zeit für euch zu gehen. Ja, ich save jetzt lieber nochmal, weil ich weiß, dass es mehrere Endings gibt. Ja, ja. Wie auch immer. Von jetzt an wird das Schicksal über euch bestimmen. Aber davor werden wir euch durch euren Weg begleiten. Also. Ah, jetzt kommen die 4 Endings. Entscheidet euch, wen von uns ihr als euren Begleiter haben wollt. Ich rechne halt damit, Brafferna gibt das beste Ende, der wie all das. Ich mach alle mal, deswegen habe ich hier gespeichert. Ihr wollt, dass ich euch begleite? Okay, ich glaube, das geht schon. Jetzt, dass ihr euch entschieden habt, möchtet ihr erst zurückgehen? Okay, eure Entscheidung. Warum? Warum soll ich jetzt die fucking Sonnenuhr gucken? Hä? Nein. Falscher Save.
Auch falscher Safe. Warum gucke ich nicht einfach auf die Zeit, ich dummer Keck? Jetzt hab ich ges... Aber ich hab doch mehrere gemacht. Load Game 7, genau den da brauche ich. Und Save Game auf 1. Auf 2. Auf 3. Auf 4. Auf 5. Game. So. Nein. Dann, wenn ihr weitergehen wollt, gut, eure Entscheidung. Die Elementwächter. Ist das euer Ernst? Wir treffen uns wieder. Ich glaube, ich weiß nicht mal, warum wir euch testen sollen, aber... Ist das dein Ernst? Dann save ich mal auf dem 10er. Was? Ich bin nicht mal geheilt. Leck mich. Das ist ein Gag, oder? Klaus sieht es weg. Dragoran jetzt auch. Ich habe gerade Wasser und, keine Ahnung, Eis vermutlich. Dann nehme ich dich, um Dragoran wieder zu beleben. Du hast wieder eine Psychokinese. Oh mein Gott, ist das knapp daneben. Ja, dann hast du auf Aquadin den da. Und du machst so. Das Sonnenlicht ist stark, schön. Ne, mit Kaskade kann ich einen auswählen. Du hast Oh, Kacke, das Ding ist Unlicht. Ja, Kack-Flamli, ne? Unlicht habe ich ja mal gar nichts. Ich nutze die Runde mal zum Wiederbeleben. Dann zack. Das wird auch nicht viel bringen. Das ist eigentlich eh übel dumm. Ja, Flamli braucht eh keiner. Du heilst dich mal selber in deiner Runde und du... Komm, auf den reicht ja wohl auch. So viel dazu. Dieser Kampf ist schwerer, als ich erwartet habe. Andererseits frage ich mich gerade auch selber. Ah, scheiße, der fast tot ist, ist der andere. Kein Wunder, dass ich kacke. Du bist fast tot, aber jetzt ist es auch egal. So. Selbst getroffen. Juckt auch nicht mehr wirklich, weil du bist der Letzte. Gewonnen. Ja, bestanden. 12.000.
Damit ihr das Dimensionsportal betreten könnt, braucht ihr die 4 Elementschlüssel von uns. Ich gebe euch den der Natur. Ich hab erst einen. Ich hab hier jetzt nicht wirklich bei Devi Hell noch einen Boss Rush getriggert. Ansonsten bin ich nämlich gleich getriggert. Ja, ich hab's mir verbaut. Und jetzt, was macht man hier, wenn man es sich verbaut hat? Leiden gehen! Ich bin gesoftlockt. Das ist gerade ein Gag, oder? Ich bin jetzt nicht echt gesoftlockt, oder? Das heißt, ich darf den Kampf nochmal machen. Junge Mann, sei doch nicht so unnötig. Alter, ist das kacke. Das ist doch die ganze Zeit der andere mit dem Erdbeben, ne? Dann gehst du mal Klausite. Oh, kacke. Dragoran ist gelockt. Ich wollte eigentlich wen wiederbeleben. Und man sieht auch warum. Die Sache ist, die Aquadin muss eigentlich so schnell wie möglich weg. Das heißt, Pikachu kümmert sich um Wiederbelebung. Und du dich um Aquadin. So. Das Ding ist anscheinend doch nicht Typ Feuer, weil es nicht mal sehr effektiv ist. Wenn du jetzt Boden bist, hasse ich mein Leben. Nee, warte, dann müsste das Wasser ja trotzdem sehr effektiv sein. Was bist du? Flug? Ich glaube, das Ding ist Flug. So, das wird's aber sein, ja. Safe. Auf dem da, der ist älter. Das ist einer von den vorm Bosskampf. Zwei sogar mache ich. Da stört der Felsen niemanden. Ich muss den Weg da oben außen rum gehen können. Dazu. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich muss da hochkommen. Den Stein darf ich jetzt auf keinen Fall. Obwohl, nee, kacke. Oder? Nee, das geht so nicht. Warte, ich hab keine Ahnung, für Notfall kann ich ja im Ende auch resetten. Nee, das bringt ja überhaupt nichts. Warte, ich muss da oben von der Seite hinkommen. Dann muss ich entweder so oder so laufen. Den darf ich aber auf keinen Fall verschieben. Und
Was genau war da jetzt das Problem? Muss ich nochmal gegen euch alle kämpfen? Wenn ja, ist das unnötig. Vor allem kriege ich hier keinen Heal. Also, hier sieht's aus, als wird der Unlicht geil liegen. Ich stelle einfach mal so. Ja, doch, passt sogar schon. Das ist unser erstes Treffen. Könnte auch unser letztes werden. Ich bin Spire. Hä, doch Feuer! Feuer und Licht. Ich weiß auch nicht warum, aber ich muss euch testen. Nochmal. Der Typ ist Feuer und Licht. Was denn das für eine... Nee. Hä, aber Wasser war doch nicht sehr effektiv. Ah, nee, das war der andere. Kacke, bin ich blöd. Ja, so müsste es ziemlich... Also, ich kann Spire raushauen. Ich denke aber... Oh, Kacke. Du wirst... Der andere wird Blizzard benutzen. Damit Dragoran raus. Wegen dem Erdbeben wird, obwohl, nee, ja, du belebst wieder. Und du, es reicht nicht. Ich glaube an dich, Flamly. Okay, vergiss es. Warum glaube ich an Flamly? Dragoran macht ein Outrage. Du belebst wieder. Auf Klausit. Du bist ja offensichtlich Typ Flug, du Keck. Aber muss ich jetzt viermal gegen alle dieser Wächter kämpfen? Wenn ja, ist das doch ein bisschen arg. Der Key vom Feuer. Ja, muss ich echt. Ich habe nicht so viele Max Revives übrig. Schade, Flamly, ne? Warum sind hier unsichtbare Wände? Ah, Flug und Wasser. Es wäre halt gut, wenn du zum Angriff kommst, aber na, oder? Das macht ja gar nichts. Der andere benutzt ganz offensichtlich jetzt... Ich benutze die Runde, um... Wenn ich irgendwas noch hab, dann sind es Zitrusbeeren, wobei auch gar nicht mehr so viele. Ja, das war klar. Alter, es ist so unnötig. Jetzt mal for real. Ich kämpfe hier gerade viermal gegen diese Wächter. Aquadin muss schon weg. Genau deshalb.
Dragoran. Mach mal Wing Attack auf den Typen. Nee, nee, das wäre blöd. Eben, weil Psyana sowieso alle outspeedet. Also. Dragoran haut eine Wing Attack auf Clausid. Und du wirst vermutlich sowieso sterben, weil Zitrusbären auch nichts machen. Ja, Überraschung. Dragoran benutzt nochmal auf den. Und Pikachu, du belebst Psyana wieder. Mal ernst, nicht mal einen Heilstein gibt's hier nach dem Kampf. Na kacke, und das sind ja gar nicht die letzten beiden, wie mir gerade mal so auffällt. Hol du mal den vom Himmel wortwörtlich. Ich muss das so probieren. Die Sache ist die. Yay. Natürlich trifft er trotzdem jedes Mal. Ja, jetzt noch Flug, der letzte. Na, kacke, ich wollte auf Flamly eigentlich keinen benutzen. Aber wenn hiernach noch mehr kommt, dann könnt ihr mich mal... Nein, oh. Also, sie werden leaden mit dem Flugtypen und ich denke dem vermutlich, oder? Clausid vielleicht? Naja, auf jeden Fall Flug. Und an zweiter Stelle stelle ich einfach wieder Dragoran, der ist immer gut. Ach, hä? Nee, oder? Hä? Sind das Wasser oder Wolken? Ich weiß es nicht. Ich denke zwar nicht, dass das schwer ist. Ich habe gerade mir das noch nicht angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass es da ist und das reicht mir, damit ich lieber save. Andererseits. Ja. Ich danke euch dafür, dass ihr die Welt gerettet habt. Wir schulden uns unsere Welt. Und jetzt, wo ihr, dass ihr zurückkehren wollt, macht mich traurig. Aber es ist eure Wahl. Also hau ich euch auf die Fresse. Es ist doch Kaki. Ich muss nur darauf achten, welchen Safe ich hatte eben an der Stelle. Scheiße. Habe ich zufällig schon den Safe gelöscht, der da war, wo... warte, jetzt gerade eben. Ich guck das mal. Gut, genau den da meinte ich. Und ich habe richtig predicted mit Clausid. Sehr schöner Beginn. Der Feuerkeck. Ich weiß zwar inzwischen, dass Aquadin Eis ist. Und ja, Aqua... Ey, willst du mich verarschen? Ich krieg einen Freeze. Und gerade sind die ganzen Werte gepusht worden von dem Drecks... Du benutzt einen der letzten...
ein Top-Beleber. Als ob Psychokinese leer ist. Gott. Oh Gott. Warum lebt das Ding noch? Nein, das Ding ist doch Unlicht. Quick Attack auf den Spaten, du machst auf den da. Sehr schön, dann gehst du down. Und ich hab den Kampf gecleared. Diese Kraft. Dann wünsche ich euch ein Lebewohl. Ich vertraue niemandem, nichts und niemandem. Das ist das Ende des Weges. Dann los, Endivir. Können wir nicht einfach mit ihnen gehen, bis wir da sind? Lass uns losgehen. Ich hab mir gerade ein Kissen auf den Kopf gehauen. Ich dachte, ihr leben keine Pokémon. Und ich dachte, das Tor ist hier. Ich bin das Tor. Ich hab eigentlich was mit so Stahlsäulen und sowas erwartet. Dann lasst uns zurück. Denkt ihr, ich lass euch zurückgehen? Was? Ihr habt die Realität verlassen. Ihr habt eine andere Zukunft kreiert. Eine andere Realität. Eine andere Welt. Was redest du? Jagold sollte sterben. Das war vorgesehen, aber ihr habt es verhindert. Somit habt ihr eine neue Zukunft erschaffen. Anders als die Zukunft, die ihr eigentlich sein sollte. Ich kann doch nicht sterben lassen, er ist mein Freund. 4 Jahre von jetzt an. Ein junger Trainer in Gento wird die echte Zukunft retten und Juggles verlorene Seele unter der Kontrolle eines neuen Schatten retten. Was willst du sagen? Juggles ist am Leben und das ist alles. Dann lasst mich das fixen. Bereitet euch vor. Leckt mich. Wenn das Ding jetzt auf 70... Warum war mir das klar? Den besiege ich im nächsten Part und zeige euch die anderen Enden. Bis zum letzten Mal. Was ist denn los?